Die suchen dasselbe wie Sie. Etwas, was wir ihnen nicht geben können. Können oder wollen. Macht das einen Unterschied? Ja, bei einem hat man die Wahl. Schlau. Und damit herzlich willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. Episode 12, würde ich ja fast sagen. Wir sind hier gefangen. Einer ist mit uns gefangen. Oh. Wie sind Sie hier gelandet? Als Konstantin mit seinen Männern kam, wollten wir sie bekämpfen. Ich hatte keine Ahnung, mit wem wir es zu tun haben. Wir? Mein Volk. Wir leben in dem Tal, gleich hinter dem Bergpass. Okay. Weiß nicht, ob das jetzt im Spiel war mit dem Ton oder ob auf dem Kopfhörer irgendwas nicht ankam so richtig. Ich werde das mal ganz kurz eruieren und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin. Noch einen schönen Tag. Noch einen schönen Tag. Schauen Sie sich um. Irgendwas Nützliches muss da sein. Okay, das Nützliches muss hier sein. Dort kommt ein Luftzug durch. Vielleicht kann ich durchbrechen. Ah, verdammt. Ist das immer noch so? Also muss es an den Kopfhörern liegen. Toll. Kopfhörer an Arsch. Ich muss nochmal die Folge probieren, so hinzukriegen. Und dann muss ich dann für die nächste Aufnahme sich mal ein neues Kopfhörer schon besorgen. Jetzt muss ich damit leben, dass jetzt der Zaundimmung so zwischen den... Das ist nicht cool. Wir brauchen irgendwas, um das aufzustemmen. Ah, hier ist doch ein Rohr, oder? Okay. Und was genau haben Sie damit vor? Ich sage Bescheid, sobald ich es weiß. Ich sage Bescheid, sobald ich es weiß, aber ich sage Ihnen nicht so viel damit. Okay, und dann... Das ist doch noch Seilfall. Okay, bringt uns aber nichts. Okay, dann hier. Traum. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Okay, Sie haben es gehört, dann hier durch. Okay. Bücher. Viele Bücher. Mit keinem Titel, okay. Die titellosen Bücher der Russen. Gibt's einen Weg raus? Nein. Aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Recuvok-Bogen. Ich habe ganz schlecht verstanden, was Sie gerade wollten. Okay. Ich schieße einen Kopfhörer. Warum sind die jetzt kaputt gegangen? Okay. Wir haben den neuen Bogen jetzt. Das ist wunderschön. Ansonsten ist hier nicht viel. Ein Bild von Meister Propper ist auch hier. Na super. Hauptsache sauber wollen sie es halten. Das Vorhaben ist Meister Propper. Dann wäre es auch Meister Propper. Ja, das ist mir schon klar, dass es nicht Meister Propper war. Vorsicht. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Ach, schade. Die Sache ist, wir brauchen erstmal einen Pfeil noch. Ich geh nochmal hier rein. Kartendosen. Ein offener Schrank. Da ist aber auch nichts drin. Hier sind noch mehr offene Schränke. Wir haben auch nichts zum Herstellen, ne, dabei. Wo wir unsere Tasche noch haben, können wir jetzt keine Pfeile herstellen.
Okay, Lebensinstinkt hat jetzt auch wenig gebracht. Ist dann jetzt draußen zufällig? Pfeil oder irgendwas, aus dem wir einen Pfeil bauen können? Ich glaube es ja fast nicht. Hey du, hast du einen Pfeil für mich? Hast du einen Pfeil für mich? Ja. Ja. LTC. Und der RT ist oben, ne? RT? Nee, der RT ist unten. Hä, wo kam jetzt der Pfeil her? Hat geklappt. Können Sie da raus? Natürlich kann ich hier raus. Ich bin sportlich. Und hepp. Halt! Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Danke. Ich heiße Jacob. Lara. Nehmen Sie das, als wir getrennt werden. Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Kennen Sie den Weg hier raus? Aua! Ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. Aber ich wollte kurz sagen, ich mache hier nochmal einen Cut, weil ich... Dann nehme ich lieber nochmal eine... eine extra Folge auf, weil ganz ehrlich, wenn ich ständig an dem rumhudeln muss, an dem Kopfhörer, damit er halbwegs mal einen Sound macht, weil ich habe jetzt das Gespräch schon wieder fast gar nicht verstanden zwischendrin, weil das mit diesem ich arbeite nicht mehr rein, das war so leise, ich musste schon extrem, also da habe ich keinen Bock drauf gerade, das ist ein bisschen doof, man kriegt mir irgendwie die Story nicht wirklich mit, das ist ein bisschen blöd. Weiß, ob jetzt nochmal eine Story kommt. Deswegen war ich lieber jetzt hier ein Cut und dann, das ist der zweite Cut in der Folge und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Bis dahin, viel Spaß noch. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. So, gestern Abend wollte ich ja weiterspielen. Dann hat es mir aber gelassen. Musste noch ein bisschen laufen, weil unser Kumpel ist vorausgelaufen auf jeden Fall schon mal. Und wir sind jetzt hier und können hier gucken. So, warte mal auf. Was ist das denn? Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das, aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue, bessere Welt ist nah. Trinity ist mit vielen Männern hier, mit einem Wahnsinnigen als Anführer. Hä? Hat sich irgendwas verstellt, weil die Sprachgabe war trotzdem gerade ultra leise. Eigentlich überhaupt nicht, aber die Musik ist auf dem Ohr so ultra laut. Das ist sehr merkwürdig, hä? Oh. Da wurde jemand gefoltert. Und hier noch was deckt. Ein silbernes Zigarettenetui scheint im Krieg verwendet worden zu sein, was wahrscheinlich ist. Hä, jetzt verstehe ich aber ernsthaft echt gerade nicht, warum
ist die Musik so richtig laut und die Sprachausgabe so ultra leise. Das ist doch beschissen. Jens mal, ob es was gebracht hat, und hören uns einfach mal ein was an. Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand. Am Fall des der Musik ist es trotzdem noch ganz schön beschissen. Aber naja, wir probieren jetzt damit jetzt in die Folge rumzukriegen und dann nach der Folge gucke ich mal. Wie lange waren sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Okay, jetzt ist es wieder... Oh, es kann ja wahr sein. Die zweiten Kopfhörer, die ich gerade noch gefunden habe hier zu Hause, sind anscheinend auch für den Arsch. Ne, wir müssen das wieder genauso machen, weil das ist es. Dialogmäßig so laut. Och. Das ist gerade ein bisschen beschissen. Kann man da zufällig hoch? Weil das sah nämlich auch aus wie so eine Spur. Okay, wir können gar nicht zweimal springen. Okay. Ich guck nochmal fix hier hinten. Dunkelheit. Schwärze. Okay. Warum auch nicht? Weiter. Was ist das? Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Narben. Es war ein Arbeitslager. Könnt ihr uns jetzt nicht seinen Mantel geben? Wir haben nur den Pullover an. Wir frieren. Oh. Und zweites Teil des Compound-Bonus gefunden. Sehr gut. Kann man das abspielen? Ich glaub's nicht. Doch, können wir sogar. Aber ich höre mir das an. Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue, sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat. Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie... neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. Ein Teil von Annas persönlichem Tagebuch. Sie hat meine Familie jahrelang manipuliert. So lange Zeit. Und ich habe ihr vertraut. Ja, komischerweise, die Texte in denen sind halt ultra leise. Ich weiß nicht warum. Wir gucken noch mal ganz kurz, bevor wir weitermachen, ob noch was ist, was wir mitnehmen können. Beste Fluchtmöglichkeit haben wir, wenn wir es zum alten Bahnhof schaffen. Und was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Ja, toll, ich hab's nicht verstanden. Oh, was ist denn los mit allen Kopfhörern hier? Das ist doch voll beschissen. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt. Als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Eher wie eine Ausgrabung. Das ist möglich.
Sie haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Das müssen Sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Und so sind wir wieder am Anfang, okay. Dann wollen wir langsam mal aufbrechen. Da ist noch ein bisschen Bergung. Bergungsgut tut immer gut. Okay. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Rise of the Tomb Raider. Bis dann kommentiert, favorisiert und teilt. Ich beende diese Folge einfach mal ein bisschen früher, weil ich glaube 20 Minuten sind das nicht geworden. Weil es mir doch dezent auf den Arsch geht, dass ich hier keinen ordentlichen Sound hinkriege. Weil ich würde schon gerne alle Dialoge verstehen können. Ja, leider ist das so. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe mit besserem Sound. Wahrscheinlich. Würde ich nicht die nächste Folge starten. Bis dahin. Tschüss. Discovering the secrets of the world is the only way to live.